Hallo, guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Diana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, der Kanal ist Diana Schons, der Abenteurer oder euer Captain Berger oder Justus der Abenteurer. Und wie ihr hören könnt, ist hier hinter mir der berühmte Rheinische Schweiz Wasserfall von Streitberg. Der ist sehr laut und sehr kühl, der hört sogar von der Buche in der Streitberg aus. Da oben, und der ist sehr schön, sehr berühmt, hier haben wir sogar Wasserrad und das ist ein Sauertal, davon ist ein Bobsatz und da ist die Buch, da ist die Babylon und dann die Bing, die Binghöhle, Tropfenhöhle, sehr wunderschön, mit so einem Pokal, ja, doch schon. Und auf der Richtung ist das Streitburg, da hinten ist ein Neideck, also drinnen wunderschön und der Wasserfall, wunderschön. Und hier ist das ist eigentlich ein Bach, der fließt in den Fluss Wien, in Wiesental. Und das ist die Fränkische Schweiz, Ort Streitberg, neben der Eberronstadt. Und und wir sind 110 Kilometer von Würzburg entfernt, zwischen Bamberg und Nürnberg. Und da kommen die Cousine Barbara Schwarzfeld und Charlie aus Hamburg. Ja. Und wenn euch das Video gefällt, macht mir dann einen Daumen hoch, ein Like. Dass andere auch sehen können, dass es euch gefallen hat. Und dann abonniert meinen Kanal, Diana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern, der YouTube-Kanal von Justus König. Falls ihr nicht findet, auf Google Suche Video oder YouTube Suche Video, dann bitte eingeben Justus König oder Justus unterwegs. Mit alle meine Videos unter meinem Kanal, Diana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern, mein YouTube-Kanal. Dann habe ich noch eine Glocke, die könnt ihr aktivieren, damit ihr kein Video verpasst, nur aktuell seid. Für Nachrichten, wenn ein anderes Video online ist. Und dann habe ich noch eine Playlist, die könnt ihr aktivieren. Nicht aktivieren, sondern draufgehen, das sind bestimmte Themen zu bestimmten Videos. Und dann hat er noch eine Möglichkeit, mich zu erreichen auf Instagram, TikTok. Mein Instagram-Profilname lautet Justus. Nein, mein Instagram-Name-Profil lautet Diana Schons der Abenteurer. TikTok-Profilname lautet Justus der Abenteuer 13. Da kann er Nachrichten schreiben, folgen, kommentieren, liken. Alle, die mich folgen mich zurück. Als Damok für den Wasserfall, gell? Das fällt ja noch. Wunderschön. Herzlich Spaß beim Film und Action, sagt euer Justus der Abenteuer und der Cousine Barbara Schwarz. Mit aus Hamburg. Charlie. Oh, der Charlie hat sich gerade angelegt. Ja, okay. Ciao. Film ab und Action. So, da ist jetzt der eine Bach. Und der wird hier zum Wasserfall. Da läuft mehrere Quellen hier rein. Du musst aufpassen, der Bach ist das. Das ist hier auch ein Wahrzeichen. Was? Ja, dieses Ding ist hier ein Wahrzeichen. Der Bach ist es nicht, sondern da vorne ist ein Wasserfall. Ja. Das ist dann hier nicht ein Wahrzeichen dann. Das Fränkische Schweiz Wahrzeichen. Der Wasserfall. Ist das hier am Bach? Wir sind im Sauertal. Und dann kommt hier der Wasserfall. Man hat schon vorhin hören können, das ganze Rauschen vom Wasserfall auf der Burgrinne. Und jetzt sind wir hier. Das ist der Wasserfall. Wir haben jetzt sogar ein Wasserrad. In der Terrasse bedrinnt der Boden. Ja, guck, das ist der Wasserfall. Mhm. Das hier ist sehr berühmt. Wunderschön. Schaut euch mal an. Ist das nicht schön?
Und schön kühl ist es hier. So. Also vom Wasserfall. Bornmann, der heute mit ihren Hunden. Ja, wo ist dann hier das Wasserrad? Und wir filmen heute alles mit der GoPro, da wird vom Handy bearbeitet. Im Handy. Da wird ihn hochgeladen, also alles eigentlich vom Handy aus. Hier ist es wunderschön kühl und angenehm. Da gibt es Abflussstoßstellen, da kann man mit dem Fuß nochmal reingehen. Sogar von der Bingo-Liste haben sie aus, dass hier die Sehenswürdigkeit ist, ihr Wasserfall. Ah, oh, da ist noch ein bisschen Fluss. Da kommt man das Wasser hin. So. Einfach wunderschön. Aber ich frage mich, wo ist das Wasserrad hin? Ich hab's gleich gesehen. Weil letztes Mal war hier noch ein Wasserrad. Wo ich hier war. Na, das ist auch dunkel. Naja, hier wird es langweilig. Dann lauf jetzt wieder zurück. Aber hier ist es langweilig, das war's dann doch. War nur der Wasserfall. Gut, wieder zurück. Hier ist Ende. Da geht's nicht mehr weiter. Wir machen Ende. Wir laufen einfach anders weiter. Wir gehen dann zum Wir gehen im Rück zum Auto und fahren nach Pottenstein und machen dann ein neues Video und wollen in Pottenstein lang laufen. Pottenstein. Da nein, oder? Lass mich vorlaufen. Das Wasserrad ist weg. Ah, das Wasserrad ist weg. Ja, ich geh weiter. Was ist das? Bitte lächeln. Hey, das ist lustig. Das ist lustig, Schild. Hier ist Kamera bewacht. Gut. Ja, ich frage mich, wo das Wasserrad hin ist. Ach, da ist das Wasserrad. Das ist Wasserrad.
Da drüben. Da ist ein Wasserrad. Ja, Rest ist. Ey, hey, du hast mich angeschaut. So. Ich habe das historische Ding entdeckt. Hier ist es. Das ist das Wasserrad gewesen. Ja, alt, da wittert. Gut, damals Wasserrad. Da sieht man das alte Wasserrad noch. Ja. Ziemlich veraltet. Oh, da habe ich Foto. Bleib da stehen. Weil da vorne, weil da ist nass. So, nass. Okay. Verteilt sich das? Gut. Lass mal wieder. Wasserfall. Okay, umschalten. So. Das ist ja nichts Besonderes. Ja, Leute, das war das beste Teil von diesem Bergklettern hier. Bach, Wasserfall hier. Hier in der Fränkischen Schweiz. Immer doch hier. Fränkische Schweiz. Natur pur. Schön ist es hier, das Sauertal. Ja. Komm, Charlie. Komm, Charlie, vorwärts. Dann gehe ich jetzt hier zum Auto. Zum King Alex Bimmy. Da waren vorhin welche mit der Hunde drinne. Wenn dann Becher mit Wasserfall drauf. Nein, Charlie! Nein, nicht den Dreck auf den Mund. Nein, Charlie! Ich hab so mit dem Kreuzband drauf hast. Ja. Achso, das war. Das war der Wasserfall. Wendenbach. 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 Hier wendet man den Bach. Ja, und hier steht drauf 1736, Grenzstein.
Und das sind hier die Klippen. Also das ist eigentlich die Schweiz. Und da hinten geht es zur Binghöhle. Bum, bum. Und hier steht zur Ausstellung leicht links. Gut. Und da steht der King Alex bei mir. Und hier sind die Felsmasonen. Ausfahrt frei halten. Gut. Das ist aber toll. Ja, und das sind die Felgen. Die Sommerreifen. Mit einem Flugzeug. Da geht er nach, da weiter geht's 2 Kilometer nach Störnhof. Oh. Gut. Das Campen und Übernachten in Fahrzeugzelten ist nicht gestattet. Bitte nutzen Sie den Stellplatz am Bahnhof Streitberg. Okay. Allerdings im Frühlingsfest. Am Sonntag, am 22. das war schon vorbei. Haben wir schon gemacht. So Mandala. Und im Frühling solltest du am Ende des Tages nach Schmutz riechen. Juhu, danke. Welcher Einsatz? Unsere Werbung ist fertig. Das ist Orte, ja. Gut. Gut. Ja. Gut, schön, schöne Informationstafel. Gut, Waldkindergarten. Da ist der Bach und da ist so ein, ja, irgendwas. Und da ist eine Tafel. Streitberg im Schauertal. Schauertal? Im Altschauerberg. Gut, Schauertal. Hier sind wir eine Wanderkarte. Zum Auto. Zum Knallsemi. Oh, Charlie. Nicht an meinen Korb immer. Okay, nein. Gut, er freut sich. Also was? Gut, dann sage ich danke fürs Einschalten und Zuschauen in Streitberg, im Sauerbachtal, bei der Wendebach-Wasserfall. Ja, da schauen wir wieder spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir haben es bald wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag, schöne Ferien, einen schönen Urlaub, einen guten Start in neue Woche. Und ja. Es kommt Bilder, es war wunderschön. Fränkische Schweiz ist einfach toll. Und denken Sie dran, nächsten Wochenende habe ich in Talburg gesehen, ist ein Mittelaltermarkt. Auf der, ja, wie heißt das nochmal? Auf der. Oh, so, okay. Ja, kannst du noch spielen? Ja. Ich kann noch spielen. So, wenn du da mal unten den Scheiß auf dem Boden kann frisst. Willst du das spielen bloß? Nee, da ist ein Mittelaltermarkt auf der Rabensteinburg. Wunderschön mit Rittern und sowas. Das Wochenende, wo kommt, ab Donnerstag bis Sonntag, ist auch die größte Offroad-Messe in Europa, die Abenteuer-Radmesse in Bad Kissingen. Da kommt sogar sonntags der berühmte Moderator von Grip, das Motormagazin auf RTL 2, Matthias Mamadi, ab 12 Uhr. Den Sonntag, wo kommt er wieder? Dann rennst du nach vorne. Ich hab
bloß aufkommen, weil wir sonst so viele Steine fallen. Ist alles okay. Ja. Kann der Matthias mal mit dir? Hä? Charlie will noch spielen. Okay, dann ist hier noch nächsten Monat ein Ippermannstadt, ein Kulturtag mit Afrika, habe ich gelesen, Schild. Und vieles mehr. Aber leider gibt es hier kein Ultimate-Treffen. Dann haben wir vorhin, wie ich gesagt, die ich an der Aral-Tankstelle in Ippermannstadt getroffen habe. Einen mit Oldtimer und einen mit so einem Hot Rod. Und die haben gesagt, wir müssen selber gucken. Hier gibt es ja nichts. Aber dafür viele Sehenswürdigkeiten, Höhlenburg drin. Also, kommt zur Fränkischen Schweiz. Sehenswert. Im Urlaub ist es im Sommer ist es wunderschön. Und nicht weit weg von Würzburg. 100 Kilometer, seid ihr schon da. Just is over and out. Jetzt fahren wir nach zum nächsten Ort. In Fränkische Schweiz. Auch wunderschön ist. Pottenstein. Ende der Aufnahme. Just over and out. Game over. Bilder, Video kommt jetzt. Jetzt. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die fünf Freunde! Aber nicht von Anfang an. Ich erkläre das jetzt mal. Julian, Dick und Anne sind drei Geschwister und sie fahren in die Ferien und besuchen ihre Cousine George. Eigentlich ein komischer Name für ein Mädchen. Und das ist Adina. George. Ich meine natürlich George. Ja, aber so heißt sie nun mal. Auf jeden Fall kommen wir da an und George ist alles andere als begeistert. George, zeigst du den drei mal, wo jetzt immer ist? Und sie finden uns auch eigentlich richtig blöd. Ich finde nur blöd, dass wir das komische Essen von Tante Fanny essen müssen. Das mag ja noch nicht mal der Hund. Aber dann machen wir eine echt mysteriöse Entdeckung. Kommt, wir müssen richtig gut zusammenhalten. George merkt, dass die drei gar nicht so übel sind. Und das ist richtig schön. Und zusammen erleben wir ein großes Abenteuer. Und haben die besten Ferien unseres Lebens. Und das Beste, ihr könnt das sogar im Kino sehen. Wow. Fünf Freunde, ab 2012 im Kino. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten. Zusammen sind wir.
5 Freunde.